Ich hab noch mehr Baumsterne für dich gefunden, Spike. Jap, jap, jap. Hä? Habt ihr das gesehen? Was meinst du, Ducky? Irgendwas ist unter den Busch geflitzt. Aber ich konnte nicht sehen, was es war. Das ist ein Sandkneifer. Ich habe noch nie einen so weit vom großen Wasser entfernt gesehen. Hallo, Sandkneifer. Willkommen im großen Tal. Oh, du bist ein Schwimmer. Ich bin auch ein Schwimmer, weißt du? Vielleicht können wir beide zusammen schwimmen. Du bist wirklich niedlich. Du bist sogar noch kleiner als ich. Wenn du allein bist, dann will ich gern dein Freund sein. Japp, japp, ja! Ist der Sandkneifer gar nicht allein? Huh? Oh, na sowas auch. Was macht ihr denn hier so weit von zu Hause weg? Das ist ja vielleicht eine Klapperei. Vielleicht reden sie so miteinander. Falls ja, Littlefoot, ist es eine Sprache, die kein Blattfresser versteht. Deine Schale ist wunderschön, kleiner Sandkneifer. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Warum sind sie hergekommen? Und was hat das zu bedeuten? Ach, wen interessiert das schon? Ein paar verirrte Krabbler. Wen kümmert das? Ich hab's doch gewusst. War klar, dass es Ärger gibt. Die Krabbler sind überall. Man kann ja keinen Schritt mehr machen. Also ich sage, wir schicken sie dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Die Sandkneifer sind gar nicht so übel. Vielleicht gehen sie ja irgendwann wieder von ganz allein. Irgendwann? Also, das dauert mir zu lange. Jagen wir sie davon, bevor noch mehr von ihnen auftauchen. Darf ich was sagen? Die Sandkneifer wollen nur einen Ort, an dem sie sicher leben können. Ein Zuhause. Im großen Tal sind Fremde doch immer willkommen. Es wäre nicht richtig, sie von hier wegzujagen. Nein, nein, nein. Du hast recht, Ducky. Zumindest sollten wir unseren Besuchern etwas Zeit geben, damit sie sich in Ruhe umsehen können. Ach, also schön. Ein paar Tage geben wir den Krabblern noch. Wenn es bis dahin nicht besser wird, müssen sie verschwinden. Verzeihung, aufgepasst. Hey! Diese blöden Sandkneifer. Wenn sie nicht aufpassen, sind sie bald Matsch. Oh nein! Du hast recht! Nein, nein, nein! Wenn sie klug sind, gehen sie dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Warum gehen sie eigentlich nicht zurück? Na, weil sie nicht klug sind, kapiert? Aber es muss einen Grund für ihre Reise geben. Wenn wir den rausfinden, können wir ihnen vielleicht helfen. Aber wir wissen nicht, wo sie kommt her. Ich glaube, sie kommen von dort, wo sie hergekommen sind. Wir können doch ihren Spuren folgen. Aber jemand muss auf die kleinen Sandkneifer aufpassen. Spikey, wollen wir beide hierbleiben und ihnen helfen? Und, seid ihr bereit, Freunde? Je eher, desto besser. Langsam wird mir das hier etwas zu voll. Thank you.
schon wieder. Ihren Spuren im Gras kann man ganz leicht folgen. Worauf warten wir denn noch? Halt, nicht weiter! Wenn man klein ist, muss man aufpassen, sonst wird man zertrampelt. Gut, jetzt ist es sicher. Wir können gehen. Siehst du, wir haben dafür gesorgt, dass ihnen nichts passiert. Ach, Spiky! Ich glaube, er mag dich. Wie schön! Ich frage mich, ob die Sandkneifer von hier gekommen sind. Vielleicht. Und wegen rauchende Berge sie abgehaut. Tja, aber wie es aussieht, nicht alle. Oh nein, wir müssen ihm helfen.